Viele von euch kennen die Firma Dohm als soliden Hersteller für Schließzylinder und ich möchte euch heute aus diesem Bereich ein weiteres Produkt vorstellen mit einer speziellen Besonderheit im Wendeschlüsselbereich. Danke, dass du dran geblieben bist. Danke, dass du dich für meine Videos im Bereich der Sicherheitstechnik interessierst. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du ein Abo dalässt. Sozusagen ist mein Treibstoff, um weitere Videos in diesem doch relativ trockenen Bereich zu machen. Aber Ende mit der Eigenwerbung. Wo geht's heute los? Wir sind im Bereich der Schließzylinder. Das ist das Ding, was also in die Tür kommt bei euch, wo ihr jeden Tag aufschließt, wo sich die meisten wahrscheinlich die wenigsten Gedanken machen. Und wir sind im Bereich der sogenannten Wendeschlüssel. Wendeschlüssel sind die Schlüssel, die keine Zacken haben. Ich wollte gerade gucken, ob ich hier noch einen anderen liegen habe. Habe ich aber gerade nicht liegen. Also sind sogenannte Wendeschlüssel. Jetzt ist das nichts Besonderes. Das kann jeder Hersteller. Aber was ist denn an diesem Schlüssel so besonders? Und wenn ihr hier vorne mal hinschaut, da diese kleine runde Wippe hier in der Mitte, die zeige ich euch auch noch mal im größeren Detail. Diese Wippe ist dafür verantwortlich, dass der Schlüssel aktiv abgefragt wird. Das heißt, wenn ich diesen Schlüssel kopiere, 1:1, über einen 3D-Drucker, über ein Nachgießverfahren und möchte den sozusagen einfach benutzen, dann wird das nicht gehen, weil diese kleine Wippe hier ist sozusagen beweglich gelagert und braucht die richtige Position und dann schließt er erst. Das heißt, es gibt hier Hersteller, die mit einem Magnet arbeiten, um eine technische Kopie zu erkennen. Und es gibt Hersteller, die verwenden halt sowas. Warum machen die das Ganze? Weil es immer mehr Kopierverfahren gibt. Nachfräsen über eine Maschine, über einen 3D-Drucker nachgießen. Und die Sicherungskarte ja ein rechtlicher Schutz ist, der aber sehr geduldig ist. Den kann man ja nicht prüfen. Also muss ich im Schlüssel eine technische Sache einbauen, die nach dem Motto lebt, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und damit kontrolliert jedes Mal der Zylinder, wenn ich den Schlüssel hier reinschiebe, guckt, ist die Wippe an der richtigen Stelle und dann dreht er sich. Ist die Wippe nicht da, würde das Ganze nicht funktionieren. Natürlich verfügt der Zylinder über einen Patentschutz bis 2036, über 19 Abfragestiften auf jeder Seite, Anti-Pick und was du nicht gesehen hast, VDS, da haben die Jungs ja von Dohm alles mal gleich gemacht. Das ist ja alles total geduldig, aber der Schwachpunkt liegt immer im Schlüssel. Und das hat man bei dem Twido eben mit dieser Besonderheit, dieser Rolle im Schlüssel gelöst und damit unterscheidet er sich zu allen anderen Zylindern. Natürlich bekommst du diesen Zylinder auch modular, also sprich auseinandernehmbar und so weiter und so fort. Das ist alles keine Frage. Natürlich gibt es den als Halbzylinder, als Doppelzylinder, als Knauf und so weiter und so fort. Und ihr könnt da eine Schließanlage draus machen, eine Einzelschließung oder eine Gleichschließung. Das ist alles kein Problem. Das Wichtigste war mir mal auf diese Wippe hinzuweisen. Wo ist sie denn? Hier, der, hier, da ist sie. Ich habe es ja schon in der Animation schon gezeigt, weil das macht die Besonderheit von Dohm Twido eben aus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.